Hallo ihr Lieben, heute ist der 26. Dezember und das heißt, heute ist mein Geburtstag. Ja, ich bin ein Weihnachtskind, wer von euch das noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Und weil Weihnachten ist, wollte ich euch eine kleine Freude machen und ich habe vom HarperCollins Verlag Fighting to be Free, nie so begehrt, versehentlich doppelt zugeschickt bekommen und ich habe die Erlaubnis bekommen, den zweiten Teil an euch zu verlosen und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, denn ich habe dieses Buch geliebt. Es war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die Geschichte ist am Ende sehr unrealistisch und überzogen und auch kitschig und schmalzig, aber ich habe das Buch trotzdem sehr, sehr geliebt und ich kann diese Geschichte auch wirklich jedem nur empfehlen, der gerne New Adult Geschichten liest. Lest dieses Buch, es ist so gut. Ja, und deswegen wird dieses Buch an euch verlost. Und da ich persönlich es doof finde, nur einen zweiten Teil zu verlosen, bekommt ihr von mir den ersten Fighting to be Free, nie so geliebt, auch noch dazu. Den packe ich jetzt meinerseits noch mit oben drauf, denn ich fand den ersten Teil so unglaublich gut. Der erste Teil ist mega. Mega, mega, mega. Ich würde sagen, er ist noch ein bisschen besser wie der zweite Teil und ja, er gehört einfach zur Geschichte dazu und deswegen packe ich ihn meinerseits noch mit oben drauf, damit ihr die Geschichte auch komplett habt. Und ihr müsst dafür diesmal auch nichts tun. Schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt und das war's auch schon. Und ich hoffe, ich kann euch damit eine kleine Freude machen, jetzt noch so mit an Weihnachten. Das Gewinnspiel wird wie immer 4 Wochen laufen und ich werde den Gewinner dann auf meinem Kanal wie immer mit bekannt geben. Wie immer gelten die üblichen Teilnahmebedingungen ab 18 Jahre, unter 18 Jahre mit Einverständnis der Eltern. Versand nur innerhalb von Deutschland, keine Barauszahlung des Gewinns und wie gesagt, Laufzeit ist jetzt 4 Wochen ab heute und danach gebe ich den Gewinner bekannt und ja, ich hoffe, ich kann euch eine kleine Freude damit machen. Ich weiß, dass so New Adult Liebesgeschichten jetzt nicht für jeden was sind, aber ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte und kann sie euch wirklich nur empfehlen und deswegen lest diese Bücher, sie sind so toll und mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und noch schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!